VGP-Gruppe lässt hier in München, Parsdorf, 5 Hallen erstellen mit insgesamt knapp 300.000 Quadratmeter Gewerbe- und Logistikfläche. Davon sind 50.000 Quadratmeter Bürofläche. Wir haben hier einen traditionsreichen bayerischen Unternehmen mit einem international europäisch agierenden Unternehmen wie VGP eine Zukunftslinie bieten können und das ist fantastisch. Unsere Aufgabe war hier, die artenschutzrechtlichen Vorgaben umzusetzen. Das heißt, den Bodenbrütern, die auf der ehemaligen Baufläche ihre Heimat hatten, eine neue Heimat zu geben. Und das haben wir zusammen mit der Gemeinde und mit der VGP, denke ich, ganz gut umgesetzt. Nachdem der Gesetzgeber in Europa uns eigentlich verpflichtet hat, immer mehr in Nachhaltigkeit zu investieren, haben wir gesagt, komm, wir machen davon unser Leitmotiv. Und wir machen jetzt hier, auf diese Baustelle hier, ist wirklich unser Prototyp vom Nachhaltigkeitsbauen. Wir bauen auf das Dach erstmal die große Photovoltaikanlage in Europa auf ein Dach, 12,5 Megawatt, wovon die Energie direkt abgenommen wird von unserem Mieter hier, was eigentlich auch die Idee sein soll. Das ist wirklich eine Win-Win-Situation für alle. Wenn man sieht, dass hier auch energetisch wirklich perfekt geplant wird, dass hier nachhaltig eine Photovoltaikanlage aufgebaut wird, die die größte Photovoltaikanlage in ganz Europa ist, dann freue ich mich natürlich als Europaabgeordnete, heute hier mit dabei sein zu dürfen. Gerade in Zeiten von Corona finde ich das großartig, dass dieses Signal ausgesendet wird. Hier wird investiert, hier baut man Zukunft. Das ist für München so zwei Münchner Traditionsunternehmen. Wir sind ganz stolz, dass wir hier in München BMW ansiedeln könnten und Krauss-Maffei, die hier schon so eine lange Tradition haben. Das freut uns wirklich sehr.